sprachen eben in Ihrem Vortrag, in Ihrer Ansprache, sprachen Sie von zivilgerechter Verantwortung und bürgerlichem Engagement in dem Themenkomplex altersgerechtes Bauen. Ja. Wie ist das zu verstehen und was meinen Sie damit? Also wir haben ja an vielen Stellen, denke ich, dass das Problem, inwieweit wir also unsere Quartiere weiterentwickeln. Und für mich ist also wichtig, wenn also diese Gesellschaft am Ende den Zusammenhalt haben muss, haben wir natürlich bauliche Möglichkeiten zu schaffen, ob es die Wohnung ist, ob es das Quartier ist, aber das reicht nicht. Wir brauchen im Prinzip auch gesellschaftliches Engagement, damit wir letztendlich, ob es nun Behinderte sind, ob es Menschen sind im hohen Alter, die aber noch im Wohnquartier leben wollen, damit die das dann auch können. Und da brauchen wir also die Bezüge und das menschliche Miteinander. Deswegen denke ich das auch immer mit, dass es also nicht nur um, sag ich mal, um diese Hardware geht, barrierefreie Wohnung, barrierefreies Wohnquartier, sondern auch die Menschen, die sich miteinander kümmern, mehr Engagement, mehr Miteinander. Und Engagement oder mehr bezogen auf diesen sozialen Raum? Auf den Sozialraum. Auf den Sozialraum. Aber ein Aspekt wäre ja auch Eigentum. Ja, natürlich. Also bürgerliches Engagement ist auch Eigentum. Das ist also, dass man sich, sag ich mal, nicht nur verantwortlich fühlt für seinen eigenen engeren Wohnbereich, sondern auch ein Stück weit um das Quartier. Und dann, glaube ich, werden wir auf Dauer es nur dann schaffen, dass Menschen auch in ihren angestammten Wohnquartieren bleiben, auch im hohen Alter und eben nicht in ein Pflegeheim gehen, wenn sie auf der anderen Seite auch einen menschlichen Bezug im Wohnquartier haben. Und da spielt gerade der Eigentümer der Wohnung, denke ich, eine große Rolle. Die können das aber mehr oder weniger dann organisatorisch machen. Ich habe vor kurzem eine interessante Wohnsiedlung kennengelernt, wo genau das dann auch organisiert wird, bis hin zu Bewegungsspielanlagen, sowohl für Menschen, für ältere Menschen, wie auch für Kinder. Und dann steht der Senior mit dem Kind in der Reihe, um ein bestimmtes Spielgerät zu begehen, um die Mobilität im Alter auch zu sichern. Aber man muss dann immer ein bisschen aufeinander achten, ein bisschen Rücksicht nehmen. Und so stelle ich mir eigentlich das Wohnquartier der Zukunft vor. Darf ich da mal einhaken? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie reden dann so ein bisschen der Kleinteiligkeit, das Wort. Ja. Und nicht die großen Lösungen. Ja. Das Quartier steht im Mittelpunkt. Es kann ruhig die große Stadt sein, aber in dem Quartier leben die Menschen. Ja. Und auch der ältere Mensch, der schon Bewegungseinschränkungen hat, für den wird das Quartier immer wichtiger. Also das ist Heimat. Das ist Heimat. Er möchte natürlich trotzdem in der Stadt sein, mit im Zweifelsfall mit dem Angebot der Stadt. Aber er lebt im Quartier und das ist sein tägliches Umfeld. Und das muss, denke ich, vielleicht mitgedacht werden. Das gibt es aber seit 200 Jahren in Tokio. Tokio hat 30 Millionen Einwohner und ist eine Addition von Quartieren. Ja. Ich habe da gelebt eine Zeit lang, ja. Nur so eine Professur da. Man lebt in einem Quartier mit ca. 3.000 bis 4.000 Menschen. Oma, Opa steht um 4 Uhr auf der Straße und die Kinder von der Schule ab. Ja. Ja. Wir haben uns gewundert, auf einmal 3, 4 Uhr kamen lauter alte Leute, war Oma, Opa, haben die Kinder abgeholt. So, dann kamen die Eltern nach Hause, da kam die behinderte Tante und so weiter. Und diese Häuser in den Quartieren in Tokio, das ist also unglaublich. Da gibt es die ganzen Läden, da gibt es das Beerdigungsinstitut, die Wäscherei, Bügelerei. Meine Frau hat immer zum Hemdbügel gegangen. Ja. Man kannte die Nachbarn, waren Freunde, die haben geholfen, wenn einer mal krank war oder irgendwas. Das ist eine wunderbare Sache. Nur dort, wo die U-Bahn-Stationen sind, da wächst das Quartier in die Höhe. Ja, genau. Und da gehen Sie als Tourist hin. Sie sehen als Tourist, wenn wir da heute, keine Ahnung, Sie sehen das. Und das ist eine ganz geniale Sache, muss ich sagen. Und das ist hier auch sollte ein Leitbild sein für die Architektur, die Städtebauentwicklung in Deutschland eigentlich. Ja. Nur, dazu fehlen die Grundstücke und die Organisation. Du kannst ja nicht hier ganze Teile abreißen, sagen, jetzt machen wir hier die Quartieridee hin.
Aber wir fangen an. Also ja, man muss an, aber das ist ja der langfristige Sache. Die Quartiersgespräche in Düsseldorf, das ist ja ein Begriff, dass auch sowohl Eigentümer als auch Bewohner werden eingebunden in Quartiersgespräche. Und dann gibt es auch Initiativen. Richtig, und die werden dann gebündelt an die Stadt herangetragen. Anders als dann 1000 Einzelmeinungen bei der Stadt landen. Ja? Richtig. Ja, und genau. Das denke ich, da sehe ich ein bisschen richtig. Die Zukunft. Ja. Also, ich Verantwortung glaub, auch. Fürs Verantwortung, Quartier. Ja. Ich denke, wir haben da noch etwas Zeit. Aber wir wissen alle, wie unsere Gesellschaft sich entwickelt. Und wir müssen in 15, 20 Jahren, denke ich, vernünftige Lösungen haben für die Stadt der Zukunft, dass wir die wieder eben nicht mehr von innen nach außen denken, sondern von außen nach innen. Viele Städte, es wird nicht Düsseldorf betreffen, aber viele Städte haben eher einen Wegzug als einen Zuzug. Und die müssen ihre Stadt ein Stück weit neu erfinden. Ja, neu so erfinden, das ist ein sehr guter Punkt. Ja. Und für mich ist es sind zwei Agendas, die da aufeinandertreffen. Die Städte verbessern ihre Infrastruktur. Wir sind hier in Düsseldorf, aber alle Städte tun das. Ja. Der öffentliche Nahverkehr wird ausgebaut. Jetzt müsste an sich konsequenterweise auch eine Verdichtung der Wohnräume kommen. Ja, genau. Denn jetzt habe ich ja die Möglichkeit des innerstädtischen Verkehrs ohne Auto und ohne Emission. Da müssen wir noch ein bisschen weitermachen. Ja. Also spannendes letztes Thema. Stichwort noch. Sehen Sie das auch so? Ja, sehe ich auch so. Spannendes Thema. Ne? Ich meine, diese Millionen, also, die da im Düsseldorfer Untergrund sind, die reichen auch aus für 200.000 mehr. Naja, klar. Naja. Denke ich mal. Naja. Oder eben Ausbau der Innenhöfe und so weiter. Naja, also mir sagen Oberbürgermeister natürlich, sagen wir, Städte, die nicht in der Situation wie Düsseldorf sind, dass die sagen, ich habe inzwischen ein Infrastruktursystem, das ist weit überdimensioniert. Das ist überdimensioniert. Das ist das, und das nimmt Schaden, weil es überdimensioniert ist. Ich muss es eigentlich zurückbauen, aber dafür bekomme ich keine Fördermittel. Ich bekomme immer Fördermittel für neu und neu und neu, aber nicht für zurück. Ja, klar. Ne? Ja. Oder ich muss nachziehen. Ich muss das deckungsgleich machen. Ja, klar. Stichwort Förderung. Die KfW hat ja ein Investitionsprogramm aufgelegt, auf der Bundesebene, um eben altersgerechte Bauten zu finanzieren. Wie steht es denn mit den Aktivitäten der Landesregierung? Also wir haben ebenfalls ein Förderprogramm aufgelegt, was altersgerecht und barrierefrei mit beinhaltet. Also vor allem möchten wir auch, dass, wenn zum Beispiel das Thema energetische Sanierung ansteht, dass man direkt altersgerechte Sanierung mitdenkt. Es macht ja keinen Sinn, ein Gebäude anzupacken und sagen, jetzt sanieren wir das mal energetisch und wenige Jahre später sagt man, ja, jetzt müssen wir es eigentlich auch noch barrierefrei machen. Das heißt also, entweder macht man das zusammen und wir fordern dann eigentlich sofort von potenziellen Interessenten, sie sollen beide Aspekte bedenken, um also eine Wohnung auch nachhaltig vermietbar zu halten, interessant zu halten. Denn wenn so eine Investition stattfindet, dann macht man die ja nicht für 10 Jahre, das sind für 20, 30 Jahre und mehr. Und dann weiß ich, wie die Gesellschaft dann aussehen wird. Und dann müssen wir jetzt schon, denke ich, über die Förderstrategie die Impulse setzen. Also insoweit nehmen wir da auch vom Land her Geld in die Hand, um das zu bewegen. Gut, aber Sie warten immer noch auf den Bund, was Sie abschreiben. Nein, bei der energetischen Sanierung. Ja. Aber nicht ich warte auf den Bund, sondern die Investoren warten auf den Bund. Ja, klar. Die Investoren nehmen unser Förderprogramm nicht, weil sie sagen, wir warten, ob es noch etwas Besseres vom Bund gibt. Und ob nicht die steuerliche Abschreibung viel interessanter ist, als jetzt ein vergünstigtes Darlehen des Landes in Anspruch zu nehmen. Vielleicht ärgere ich mich in wenigen Monaten, dass ich da den falschen Weg gegangen bin. Ja, Sie haben das beklagt in Ihrer Rede. Ja, weil ja Doppelförderungen nicht möglich sind. Und mir sagen das auch die Wohnungsgesellschaften, dass sie sagen, solange da keine Klarheit ist, warten wir ab. Aber er sagte, ihr Programm ist sicherlich interessant, aber solange das in Berlin nicht entschieden ist, warten wir ab. Und deswegen drängen wir, egal wie, sie sollen endlich entscheiden, damit eben Investoren und große Wohnungsgesellschaften, die planen ja nicht von jetzt auf gleich, sondern die haben ihre Planung, die sie mittelfristig anlegen, auf mehrere Jahre. Und
die warten alle letztendlich, wie die Rahmenbedingungen aussehen. Und es ist immer tödlich. Wenn die Rahmenbedingungen nicht geklärt sind, dann passiert nichts. Aber Sie, ja? Ihre Programme sind jetzt für Bestandsimmobilien, wenn ich das richtig verstehe. Sind für Bestandsimmobilien, aber auch für, sage ich mal, Neubau, energetisch schon optimierter Wohnungen, die fördern wir auch. Und wir haben nochmal ein Programm aufgelegt der NRW-Bank außerhalb des Landesprogramms, wo also ebenfalls nochmal mit vergünstigten Darlehen letztendlich für Privateigentümer, egal wen, auch sag ich mal, gewerbliche Immobilien und so weiter, energetisch saniert werden können. Das läuft nochmal parallel, auch nochmal 200 Millionen, die wir dafür zur Verfügung stellen. Also wir bauen die Antwort nicht dann Neuprojekte? Ist das nicht die Antwort? Und nicht eben warten auf das Warten? Also die große Herausforderung ist ja der Bestand, weil wir so viele Wohnungen im Bestand haben. Ich denke, die Neubauprojekte, die haben schon ihre entsprechenden Vorgaben und sehr viele bauen ja da auch schon energieoptimiert. Ja, klar. Aber die Wohnungen im Bestand, die also noch diese ganzen Energieschleudern sind, an die müssen wir ran, das ist die Herausforderung. Ne? Das wird dauern. Also wenn man neu baut, also wir bauen hier, wir haben im letzten Jahr mit meinem Büro 400 Wohnungen übergeben, alle barrierefrei, energetisch, alles prima. Und jetzt, ich mache selber, pick mir im Büro immer irgendwas raus, Chinesen sind gekommen, wollen Wohnungen haben. Jetzt baue ich für Chinesen Wohnungen und will aber alles haben, energetisch, mit Pumpe, Wasser, Luft, so viel Isolierung und so weiter. Chinese begeistert, ja. Und ich habe gerade hier noch, kriegt das auch alles wunderbar. Es gibt Zuschüsse, hat er erfahren, Zuschüsse. Architekt muss Formulare ausfüllen. Das ist eine wunderbare Sache. Also das ist wirklich eine Attraktion. Und der zahlt nachher, hat er sich ausgerechnet, der zahlt Heizung, zahlt er nicht. Nur er muss Strom zahlen. Strom wird teuer in Deutschland, weil kein Atom mehr. Problem. Ja. Aber für den Chinesen. Ja, okay. Ist so. Aber noch eine letzte Frage hat er nicht mehr. Wir bedanken uns. Ja, okay, alles klar. Herr Minister, viel Erfolg in dem Büro. Bis demnächst mal. Ja, alles klar. Rudolf, auch noch viel Spaß. Ne? Ja. Tschüss. Ja.